Hallo und herzlich willkommen beim Infrastructure Review vom vierten DIVOG Reboot to Respawn. Hier sind wieder ein paar schöne, interessante Zahlen und Statistiken für euch. Viel Spaß! Fangen wir an mit C3Lingo. C3Lingo hat es geschafft, alle Talks, das sind 34, entweder auf Deutsch oder auf Englisch zu übersetzen. Das wurde erreicht mit Hilfe von einem Team von 8 Übersetzern. Leider wurde einer krank, gute Besserung. 46,5 Stunden wurden im Engelsystem gelockt dafür, um alle 23,5 Stunden Talks auch schön aufzuzeichnen. Es gab drei Möglichkeiten, dabei diese Übersetzung sich anzuhören, entweder über den Streamplayer, das Mumble Web Interface oder über Mumble direkt. Genau. Hier haben wir auch das Team von C3Lingo nochmal. Ja, dann hatten wir natürlich noch unsere Heralde. 8 Personen haben geheraldet, und zwar in 11 Schichten über 4 Tage verteilt. Sie haben 24 Talks moderiert und auch die Fragen und Antworten dafür gestellt. Vielen Dank dafür. Die C3 News Show war diesmal auch dabei. Daran haben 9 Personen gearbeitet, um die C3 News Show für dieses Event zu produzieren. Es gab 3 Ausgaben davon, die eben auf dem Stream gezeigt wurden. Um euch noch weiter zu informieren über die C3 News Show, könnt ihr auf c3news.show euch die Webseite anschauen. Dann haben wir natürlich noch das C3 VOG, was natürlich hauptsächlich die Talks und so weiter gemacht hat, Video und Ton. Oh, wir haben jetzt gerade sogar ganz neue Zahlen bekommen. Wir hatten nämlich bis zu 299 Zuschauer gehabt, die die Talks angeschaut haben. Dann haben wir 34% sind mittlerweile schon veröffentlicht worden auf media.ccc.de. Es gibt keine dedizierten Traffic-Statistiken, weil wir überraschend noch den Revision-Streaming dazu bekommen haben. Vielen Dank für das spontane Einsetzen vom C3 VOG, dass die den Stream übernommen haben. Außerdem wurden mittlerweile 32 von 34 Talks schon released und 8 müssen noch nachbearbeitet werden. Und ganz wichtig, wie immer beim VOG, es gab einen virtuellen griechischen Lokalbesuch. Vielen Dank. Die C3 Lounge hatte diesmal 19 Acts. Die Releases dabei landen nicht auf media.ccc.de. Die Künstlerinnen werden das selber veröffentlichen und werden von der Lounge verlinkt. Das wird im Wiki und auf dem Twitter-Kanal der Lounge passieren. Es gab alle möglichen Arten von Musik. Es gab 4 Technics 1210er, es gab 8 CDJs, es gab 5 Traktor-Controller, eine Pferdekopfgeige, ein Chaos-Core, 3 Gameboys und noch viel mehr. Ja, und dann natürlich unser viel beworbenes Merch von Linda von Brehenbüttel. Es wurden bisher bestellt, und zwar Stand heute Nacht, 163 T-Shirts, 58 Jogginghosen, 54 Zipper, 34 Shorts, 32 Federtaschen, 27 Hoodies. Und das sind insgesamt 244 Pakete, von denen bereits schon über 134 versendet worden. Und falls ihr jetzt sagt, Mensch, dieses tolle Merch, was ihr jetzt hier gerade im Bildschirm seht, das habt ihr verpasst? Nee, ihr könnt es noch bestellen. Bestellt, bestellt, bestellt. Linda freut sich. Vielen Dank. Ja, die Speaker Prep. Wir hatten insgesamt 50 Speaker, die in 43 Test-Sessions vorbereiten wurden. Und diese Speaker haben dann 47 Talks gehalten. Außerdem hatten wir noch 20 Minuten Live-Musik in der Lounge. Die ganze Kommunikation wurde in 997 E-Mail-Tickets abgearbeitet und es gab über das Event hinweg und in der Vorbereitung insgesamt 24 Fahrplanversionen. Diese ganzen Talks, die wurden auf allen 6, 7 Kanälen, die wir hatten, durchgeführt. Und mal so eine interessante Statistik, ja, die meisten Einreichungen kamen direkt vor der Deadline. Dann hatten wir natürlich noch unsere Signal Angel dabei, die aufgepasst haben und auch die Fragen entgegengenommen haben in den Pads. Es wurden insgesamt 193 Fragen gestellt, das ist der letzte Stand von heute Morgen um 10.30 Uhr. Die meisten Fragen wurden bei einem Talk gestellt, nämlich 34. Und was ich richtig toll von euch finde, es mussten keine Pads geschlossen werden aufgrund von schlechtem Verhalten. Ihr seid spitze. Danke. Ja, der Himmel war auch dabei.
Wir hatten 72 Engel, die angekommen sind, die dann auf 123 angelegten Schichten geengelt haben. Und zwar waren insgesamt 909.900 Sekunden, das entspricht 252 Stunden, an Engelstunden geplant. Und diese Engel haben dann tatsächlich 799.500 Sekunden, das sind fast genau 222 Stunden, geengelt. Dabei wurden 23 Liter Mate im Himmel vernichtet. Wir vermuten, dass diese Zahlen allerdings tatsächlich deutlich größer ausgefallen sind. Ja, und dann hatten wir noch die Welt. Wir hatten bis zu 139 gleichzeitige Besucher, die sich auf 69 verschiedene Räume und Maps verteilt haben. Wir hatten auch wieder keine einzige Anfrage zur Moderation. Danke für euer super Verhalten. Leider kam es zweimal kurz zu einer Outage, aber das konnten wir dann relativ schnell wieder lösen. Und wir hatten am Ende dann fast 1300 Zeilen nix. Und weil so viele gefragt haben, wir haben ja die Ostereiersuche in der Seabase gehabt. Insgesamt wurden jetzt 23 Eier versteckt, dabei bleibt es jetzt auch. Also wenn ihr sie noch nicht alle gefunden habt, geht nochmal in die Karte der Seabase. Ihr habt auch noch ein bisschen Zeit, weil the end is near. Nein, noch heute können wir noch ein bisschen feiern und die Welt wird erst zu Donnerstagabend geschlossen. Bis dahin habt ihr also noch Zeit, die Welt zu besuchen und auch die Ostereier zu finden. Und ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt alle gleich im Anschluss noch ein bisschen mit euch feiern können, jetzt, wo keiner mehr quasi etwas zu tun hat, vielleicht nochmal die Vorträge reinhören, aber wir treffen uns alle gleich nochmal schön in der Welt und feiern nochmal zusammen in den diversen Treffpunkten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, also mir hat es jedenfalls unheimlich viel Spaß gemacht mit euch und ich möchte mich bei allen Teams auf jeden Fall bedanken, bei allen Zuschauern, die dabei waren und ich muss einfach sagen, ihr seid großartig und das nächste Mal sehen wir uns hoffentlich wieder persönlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Chaos. Wie schon Douglas Adams sagte, so long and thanks for all the fish. Und bleibt gesund.